Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder recht herzlich begrüßt zu einer neuen Predigt, die von der Kirche des ewigen Gottes, The Church of the Eternal God, produziert wird. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema behandeln, das vielleicht gar nicht so wichtig in unseren Augen zu sein scheint, das Thema der Barmherzigkeit. Was sagt uns eigentlich die Bibel über Barmherzigkeit? Wussten Sie, dass in Gottes Augen Barmherzigkeit eine der wichtigsten Charakteristiken ist, die wir haben können? Wie macht sich Barmherzigkeit in unserem täglichen Leben bemerkbar? Wie sollte sie sich bemerkbar machen? Sie haben sicherlich alle schon von dem Leid Hiobs gehört. Der wurde sehr stark und sehr schwer geprüft. Aber wussten Sie auch, dass er während seines Leidens Barmherzigkeit von seinen Freunden erwartete, aber diese nicht erhielt? Schauen wir uns einmal im Buch Hiob, Kapitel 6 an, wie Hiob auf diese mangelnde Barmherzigkeit seiner Freunde reagierte. Hiob, Kapitel 6 und angefangen in Vers 14. Er schreibt hier, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Also scheinbar ist Barmherzigkeit eine sehr wichtige Charaktereigenschaft, die sogar mit unserer Verehrung Gottes zu tun hat. Es heißt auch in Hiob Kapitel 16, angefangen in Vers 1, Hiob Kapitel 16, angefangen in Vers 1, Hiob antwortete und sprach, ich habe das schon oft gehört, ihr seid allemal leidige Tröster. Er reagiert hier auf die Anschuldigungen seiner Freunde, die ihn verurteilten, weil sie meinten, sie wüssten, warum Hiob leidete oder vielmehr litt. Er sagt dann in Vers 3, wollen die leeren Worte kein Ende haben? Oder was reizt dich, so zu reden? Auch ich könnte wohl reden wie ihr, wäret ihr an meiner Stelle. Auch ich könnte Worte gegen euch zusammenbringen und mein Haupt über euch schütteln. Ich würde euch stärken mit dem Munde und mit meinen Lippen trösten. Also er erwartete von seinen Freunden, dass sie ihn trösten würden, dass sie ihm Barmherzigkeit erweisen würden. Auch in Kapitel 19 und in Vers 21. Hiob Kapitel 19 und Vers 21. Das ist eine sehr ergreifende, herzerschütternde Bitte, die er hier an seine Freunde richtet. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Er erwartete also Barmherzigkeit von seinen Freunden, aber die Freunde gaben ihm diese Barmherzigkeit nicht. Eines der bekanntesten Gleichnisse im Neuen Testament ist ohne Frage das Gleichnis des barmherzigen Samariters, der ja demjenigen half, der unter die Räuber gefallen war. Schauen wir uns einmal dieses Gleichnis näher an. In Lukas Kapitel 10. Lukas Evangelium Kapitel 10. Und angefangen in Vers 25. Lukas Kapitel 10, angefangen in Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Der aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn aber mein Nächster? Und da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, nun muss man wissen, dass die Samariter von den Juden damals total abgelehnt worden waren. Die wurden so als Schweine, als Hunde bezeichnet. Und Christus bewusst hier nimmt den Samariter, der also geächtet war in der Gesellschaft der Juden, als Beispiel. Und er sagt, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien,
also diesem Priester, dem Levit und dem Samariter, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Mit anderen Worten, wer hat sich wirklich als ein Nächster gegenüber dem, der Hilfe benötigte, erwiesen? Und dieser Schriftgelehrte sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und da sprach Jesus zu ihm, so gehe hin und tue desgleichen. Eine Erklärung, wie man seinen Nächsten liebt, wie sich selbst. Ein Teil des Gesetzes, das hier der Schriftgelehrte selbst zitiert hat. Christus sagt, indem du Barmherzigkeit an deinem Nächsten erweist. Man muss also Barmherzigkeit tun. Nicht nur in seinem Herzen haben, sondern tun. Man muss sie gewähren, man muss sie anwenden, man muss sie geben. Schauen wir uns Jakobus an, Kapitel 2. Im berühmten Jakobusbrief, Jakobus war ja ein Halbbruder von Jesus Christus, Jakobus Kapitel 2, und schauen wir uns an, was er sagt in Vers 13. Jakobus Kapitel 2, angefangen in Vers 13. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass in der Lutherbibel der Jakobusbrief ziemlich hinten steht, in anderen Bibeln steht er weiter vorne. Jakobus Kapitel 2 und angefangen in Vers 13. Er schreibt hier, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Auch hier geht es wieder darum, dass man Barmherzigkeit tun muss. Und wenn man es nicht tut, dann wird man selbst in unbarmherziger Weise von Gott gerichtet werden. Erinnern wir uns an die drei Freunde Hiobs. Sie hatten keine Barmherzigkeit gewährt. Sie hatten Hiob keine Barmherzigkeit gegenüber getan. Und so sagt Gott, dass er über diese drei Freunde zornig wurde. Und dass die Gefahr bestand, dass er, Gott, sie bestrafen würde. Und so lesen wir in Hiob Kapitel 42, was Gott jetzt Hiob sagt, was er tun sollte, um die Strafe von diesen drei Freunden, die eben keine Barmherzigkeit getan hatten, abzuwenden. Hiob Kapitel 42, angefangen in Vers 7. Hiob Kapitel 42, angefangen in Vers 7. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, jetzt hatte Hiob Gott gegenüber gesagt, ich bekenne mich schuldig, ich bereue, weil ich so unverständlich über dich geredet habe. Er hatte nicht verstehen können, warum er, ein gerechter Mensch, leiden musste. Aber Gott war jetzt mit Hiobs Reaktion sehr zufrieden, aber nicht mit der Reaktion der Freunde. Und so sagt er hier, als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch, aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun, denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und Teil des Problems war, dass die Freunde Hiob verdammten, verurteilten und ihm keine Barmherzigkeit erwiesen. Wie Jakobus sagte, ein unbarmherziges Gericht wird über die ergehen, die nicht barmherzig gehandelt haben. Doch wir lesen auch, dass Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Warum? Warum triumphiert Barmherzigkeit über das Gericht Gottes? Schauen wir uns Matthäus Kapitel 5 an und sehen wir die Antwort. Matthäus Kapitel 5 und angefangen in Vers 7. Matthäus Kapitel 5 und in Vers 7. Es heißt hier, selig oder glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn man also selbst barmherzig ist, anderen gegenüber, wozu auch gehört, die Sünden anderer zu vergeben, dann wird man auch Barmherzigkeit erlangen. Mit anderen Worten, Sündenvergebung von Gott. Denken wir daran, was Gott uns sagt, wenn ihr die Sünden anderer nicht vergebt, dann wird euch auch keine Sündenvergebung zuteil werden. Schauen wir uns Lukas Kapitel 6 noch einmal an. Lukas Kapitel 6, angefangen in Vers 36.
Wenn ich sage noch einmal, dann beziehe ich mich auf die Tatsache, dass wir bereits das Gleichnis im Lukas-Evangelium gelesen haben. Aber hier ist eine andere Stelle. In Lukas Kapitel 6, angefangen in Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und nun sehen wir uns den Zusammenhang an. Wie macht sich Barmherzigkeit in unserem Leben bemerkbar? Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Schauen wir uns diesen Zusammenhang an zwischen unserer Barmherzigkeit, unserer Aufgabe, andere zu verdammen, und der Tatsache, dass Gott uns gegenüber auch barmherzig sein wird und Sünden vergeben wird. In den Psalmen finden wir eine interessante Aussage in Psalm 103. Psalm 103, angefangen in Vers 8. Psalm 103, angefangen in Vers 8. Da schreibt David: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, so lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Schauen Sie, vergleichen wir dies mit dem, was Hiob früher gesagt hat. Wer keine Barmherzigkeit erweist an anderen, der gibt die Furcht des Herrn auf. Hier heißt es, der Herr erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Auch hier sehen wir wieder den Zusammenhang. Im ersten Buch Chronik finden wir ein interessantes Beispiel, das sich auf eine sehr starke und große Sünde bezieht, die David begangen hatte. David hat ja keineswegs sündenlos gelebt, wie wir das wissen, aber er hatte ein Herz, das Gott gefallen wollte. Und wenn er erkannte, dass er gesündigt hatte, dann hat er Gott um Vergebung gebeten, hat bitterlich bereut, was er getan hat, und so hat Gott ihm auch in seiner Barmherzigkeit vergeben. Hier finden wir ein Beispiel, wo er seine Armee gezählt hat. Der wollte also jetzt sehen, wie stark seine Armee war, sodass vielleicht, wenn jetzt Feinde ihn angreifen würden, er genügend Material und genügend Menschen zur Hand hätte, um sich verteidigen zu können. Oder er war vielleicht sogar auch darauf aus, einen Krieg zu führen. Aber alles dies war im Gegensatz zu dem, was Gott wollte. Und Gott hat ihn sehr dafür bestraft. Er sandte seinen Propheten und hat ihn jetzt angeboten, welche Strafe sich David für diese Sünde, die ja ein Verstoß gegen sein Vertrauen, seinen Glauben an Gott war, auszusuchen. Schauen wir uns 1. Chronik Kapitel 21 an und in Vers 13, wie David auf dieses Angebot des Propheten Gad reagiert. David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. David wusste, dass wenn Menschen sich selbst überlassen sind und wenn sie die Gelegenheit haben, in unglaublicher Weise unbarmherzig handeln würden. Und deswegen war David keineswegs davon angetan, sich in die Hände seiner Feinde zu begeben. Er sagte: Ich begebe mich in die Hände Gottes. Der wird mich zwar auch bestrafen, aber nicht in der gleichen unbarmherzigen Weise, wie dies zügellose Menschen tun würden. Gott ist barmherzig. Und schauen Sie, die Leiden, die Hiob widerfahren hat, dienten letztendlich dazu, Hiob die Barmherzigkeit Gottes nahe zu bringen. Das mag vielleicht ein wenig erstaunlich klingen. Aber schauen wir uns an, was Jakobus darüber zu sagen hat. In Jakobus Kapitel 5 und in Vers 11. Jakobus Kapitel 5 und Vers 11. Siehe, sagt Jakobus, wir preisen selig, wir preisen glücklich, die erduldet haben.
Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende, zu welchem Ziel, zu welchem Zweck es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Schauen Sie, als Hiob im Unverstand begann, Gott anzuklagen für das, was er von Gott, wie er meinte, erdulden musste, da hätte Gott ihn zu jedem Zeitpunkt sofort töten können. Aber das war ja nicht der Grund der Leiden Hiobs. Gott wollte Hiob klar machen, dass Hiob nicht so großartig war, wie er es in seinen Augen meinte. Er meinte, er war sogar gerechter als Gott. Und Gott wollte ihm dieses Problem vor Augen bringen. Und weil Hiob letztendlich dies erkannte, hat Gott ihm vergeben. Und so sehen wir, dass hier die Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck kam. Das war ein Grund, warum überhaupt Hiob diese Leiden durchzumachen hatte. So, dann heißt es, wie wir gelesen haben, dass wir barmherzig sein müssen. Warum? Nun, wir sollen ja Gott gleich werden. Wir sollen ja die Charaktereigenschaften annehmen, die Gott besitzt. Christus sagt, werdet vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Und Gott ist barmherzig. Und so müssen auch wir barmherzig werden. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 12 an, was uns Christus hierüber gesagt hat. Matthäus Kapitel 12, angefangen in Vers 1. Matthäus Kapitel 12 und angefangen in Vers 1. Und schauen wir uns auch an, wie leicht es sein kann, andere zu verurteilen, weil wir vielleicht nicht unbedingt den Zusammenhang kennen, weil wir vielleicht meinen, wir wissen das besser als andere. Matthäus Kapitel 12, angefangen Vers 1. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat, und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszuraufen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Weil die Pharisäer hatten ihre eigenen Gesetze aufgestellt und die hatten klar und deutlich gesagt, was man alles am Sabbat nicht zu tun hatte. Ich glaube, es gab über 500 oder so Gesetze und Christus kam, um mit diesen menschlichen Gesetzen aufzuräumen. Und zu sagen, der Sabbat ist nicht dazu da, dass man jetzt in irgendeiner Form sich nicht an ihm erfreut. Und die Pharisäer hatten daraus eine Last gemacht. Und so hatten also die Jünger jetzt begonnen, am Sabbat Ehren auszuraufen und zu essen. Und die Pharisäer kamen und sagten, na, das dürft ihr am Sabbat nicht tun. Die haben ja auch Christus verurteilt dafür, dass er am Sabbat Menschen geheilt hat. Vers 3. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Die haben ja letztendlich dort gearbeitet, haben ja Opfer gebracht und so weiter. Ich aber sage euch, hier ist Größeres als der Tempel. Er sprach jetzt von sich selbst. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, und dann zitiert er eine Stelle aus Hosea Kapitel 6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt, sagt Christus hier. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Christus war ja der, der den Sabbat zunächst einmal überhaupt erschaffen hat. Und der uns natürlich auch sagen kann, wie man den Sabbat zu halten hat. Und die Pharisäer hatten dieses Vorrecht natürlich nicht. Aber schauen Sie, wie er dies hier formuliert. Er sagt, wenn ihr Barmherzigkeit gehabt hättet, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Er hätte auch sagen können, wenn ihr Barmherzigkeit gehabt hättet, hättet ihr die Schuldigen nicht verdammt. Selbst wenn die Jünger schuldig gewesen wären, hätten die Pharisäer sehr vorsichtig sein sollen, bevor sie ein solches Urteil aussprechen würden. Aber Christus geht sogar darauf ein, dass die Jünger unschuldig waren. Gott hat also Wohlgefallen an Barmherzigkeit, wie wir hier lesen. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an rituellen Dingen, die vielleicht von Menschen hergestellt worden sind. Und so sagt Christus uns auch, dass Barmherzigkeit, wenn wir sie wirklich besitzen, uns daran hindert, andere zu verdammen. Und ganz besonders andere, die in Gottes Augen unschuldig sind, die wir jedoch für schuldig halten mögen, wie es ja auch die drei Freunde von Hiobs taten. Die wussten genau, warum Hiob litt, weil der musste ja etwas ganz Schlimmes getan haben,
sodass ihn Gott dafür sehr stark bestrafte. Aber wir lesen am Anfang des Buches Hiob, dass Hiob ein gerechter Mann war, der das Böse meidete. Das war nicht der Grund, dass er leiden musste, weil er schlimme Sünden begangen hatte. Aber die Freunde sahen das nicht ein und sie verurteilten von daher den Unschuldigen Hiob, weil sie eben keine Barmherzigkeit hatten. Denn Hiob war ja in Beziehung auf ihre Anklagen unschuldig. Wie wir gesehen hatten, Hiob musste lernen, dass er keineswegs auf der gleichen Ebene war wie Gott. Aber die Anklagen, die die Freunde gegen Hiob vorbrachten, die waren ja ungerechtfertigt. Diese drei Freunde, wie ich sagte, weigerten sich, Hiob Barmherzigkeit zu erweisen. Schauen wir uns dies in Hiob Kapitel 19 noch einmal kurz an. Hiob Kapitel 19 und angefangen in Vers 28. Hiob Kapitel 19, angefangen in Vers 28 und ich lese auch Vers 29. Wenn ihr sprecht, wir wollen ihn verfolgen und eine Sache gegen ihn finden, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert. Denn das sind Missetaten, die das Schwert straft, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt. Also Hiob warnt sie davor, in ungerechtfertigter Weise andere zu verdammen. Denn er sagte, es gibt ein Gericht. Und wie wir schon gelesen haben, Jakobus sagt, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, aber wenn ihr keine Barmherzigkeit gebt, werdet ihr auch ein unbarmherziges Gericht erhalten. Auch die Apostel waren im Hinblick auf die Anklagen der Pharisäer unschuldig, als sie am Sabbat Ehren gerauft haben und gegessen haben, weil sie hungrig waren. Und deshalb sagt Christus ja auch in dieser Stelle in Matthäus Kapitel 12, dass sie die Unschuldigen nicht verdammt hätten, wenn sie verstanden hätten, dass Gott Wohlgefallen an Barmherzigkeit hat. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 9 einmal an. Und sehen wir jetzt, meine Freunde, wie Barmherzigkeit eine große Rolle spielen muss im Leben eines Christen, im Leben eines Menschen, der Gott folgen will. Es ist dies nicht nur eine theoretische Angelegenheit, eine biblische Angelegenheit, die man so vielleicht darüber liest und dann vergisst. Es ist etwas, was wir im Leben tun müssen. Wir müssen lernen, barmherzig zu werden, wie auch Gott der Vater barmherzig ist. Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 9. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Das war ein Zöllner, wiederum auch einer, der verachtet wurde von den Juden. Die mochten die Zöllner natürlich nicht, wie auch heute natürlich die meisten Menschen nicht unbedingt Leute mögen, die für das Finanzamt arbeiten. Aber der hat ihn berufen. Er ging also zu diesem Mann und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm und er hat dann später auch das Matthäus-Evangelium geschrieben. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und man kann sich vielleicht denken, wer diese Sünder waren. Das waren also jedenfalls keine Menschen, die also von den Pharisäern und den Sadduzäern und den Schriftgelehrten hochgeachtet waren. Und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus das hörte, sprach er, die Starken oder die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Mit anderen Worten, er sagte, ich spreche mit diesen Leuten, weil die Heilung, geistliche Heilung bedürfen. Die Selbstgerechten, die glauben nicht, dass sie in irgendeiner Form sich ändern müssten. Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Und jetzt zitiert er wiederum die Stelle aus Hosea 6. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und jetzt fährt er fort zu sagen, und ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Die wissen, dass sie sündigen. Die wollen, dass sie sich ändern können. Aber nicht unbedingt wissen, wie. Und er sagt, ich bin gekommen, die zu berufen. Und nicht die Gerechten, mit anderen Worten die Selbstgerechten, wie auch Hiob ein Selbstgerechter war, der ja von sich behauptete, dass er
nicht gesündigt habe, überhaupt nicht sündigen könne. Der fühlte sich so gerecht, dass er sich sogar als gerechter fühlte als Gott. Das ist schwierig, an solche Leute heranzukommen, denn die sehen ja gar nicht in sich selbst, dass sie die Notwendigkeit haben, sich ändern zu müssen. Aber wiederum sagt Christus hier, ich bin gekommen, die Sünder zu berufen und ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit. Denn Gott ist ja auch ein Gott der Barmherzigkeit, der Sünden vergibt, wenn sie bereut werden. So dann bedeutet Barmherzigkeit auch, sich des Sünders zu erbarmen oder wie wir gerade gelesen haben, sich des Kranken anzunehmen. Anstatt ihn zu verdammen, sollte man versuchen, ihn mit Sanftmut auf die richtige Bahn zu führen. Das ist nicht immer einfach. Und wir haben alle sicherlich vielfach da gefehlt und sind über das Ziel hinausgeschossen. Aber das ist das Ziel, das wir anstreben müssen. Jemanden, der auf einem falschen Wege ist und wir ihm helfen können, ihn mit Sanftmut, nicht ihn zu verdammen, sondern ihn mit Sanftmut auf die richtige Bahn zu leiten. Christus zeigte seine Barmherzigkeit dadurch, dass er Sünder berief, nicht dadurch, dass er sie verdammte, wie das die Freunde Hiobs taten. Schauen wir uns erneut Hiob Kapitel 32 an. Hiob Kapitel 32, angefangen in Vers 1. Da hörten die drei Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Also das war sein Problem. Aber Elihu, der Sohn Barachels des Birsiters aus dem Geschlecht Ram, war zornig. Das war sein vierter Freund, der bislang noch nicht aufgetreten ist in dem Buch, aber der wird jetzt hier erwähnt. Der wird zornig. Der wird zornig über Hiob, weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Schauen Sie, das war das Problem, das Hiob hatte. Der meinte, der war gerechter als Gott. Dass Gott ihm Unrecht erwies. Und dass wenn er nur Gott wäre oder wenn er nur mit Gott sprechen könnte, würde er Gott zeigen, wie sehr Gott im Unrecht war. Haben wir auch manchmal diese Reaktion, wenn wir durch Leiden gehen in diesem Leben und meinen, Gott handelt ungerecht an uns. Und er sollte das nicht tun. Und wenn ich nur die Möglichkeit hätte, mit Gott zu sprechen, ich würde ihm das schon klar machen. Also das war das Problem von Hiob. Der fühlte sich mehr gerecht als Gott. Aber er ward auch zornig, Vers 3, über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden, warum Gott dies jetzt zuließ und Hiob doch verdammten. Schauen Sie, die hatten keine Barmherzigkeit erwiesen. Die wussten auch nicht, wieso Hiob jetzt litt. Die konnten keine Antwort mehr finden auf das, was Hiob durchzustehen hatte und haben ihn gleichwohl verdammt. Weil sie gesagt haben, ja, also Gott würde ja so etwas nicht zulassen, wenn es keinen Grund dafür gäbe. Und du musst also schrecklich gesündigt haben, weil Gott eben dich so stark bestraft. Das war nicht der Grund. Aber die Freunde haben ihn gleichwohl verdammt. Aber selbst wenn Hiob im Hinblick auf die Anschuldigungen der drei Freunde schuldig gewesen wäre, dann hätten diese gleichwohl falsch gehandelt, als sie Hiob verdammten, denn sie wären ja vielmehr dazu berufen gewesen, ihm Barmherzigkeit und Trost in seinem Leiden zu gewähren. Wussten sie, dass in Gottes Augen Barmherzigkeit eines der wichtigsten Dinge im Gesetz ist? Eines der wichtigsten Dinge? Schauen wir uns Matthäus Kapitel 23 an. Matthäus Kapitel 23 und in Vers 23. Matthäus 23 und Vers 23. Und da lesen wir: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Also Christus hatte ganz klar gesehen, dass die gewisse Dinge taten, um von Menschen gesehen zu werden, um von Menschen anerkannt zu werden. Die hatten nicht unbedingt das Herz, das also gegenüber Gott galt, dass sie also willens waren, Gott aufgrund ihrer Liebe zu Gott zu gehorchen. Die waren Heuchler. Die taten nur so, als ob sie wirklich irgendwie gerecht seien. Und Christus hat da gar keine großen Worte abgelehnt. Er hat also ganz klar und deutlich gesagt, was er von denen hielt. Ihr Heuchler. Und er nimmt jetzt das Beispiel des Zehnten zum Anlass, um zu zeigen, wie man auch selbst, wenn man den Zehnten zum Beispiel zahlt, es dies aus falscher Motivation heraus tun kann. Um von anderen gesehen zu werden, um von anderen Lob zu erhalten. Und so sagt er hier, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Also mit anderen Worten, im Vergleich
zum zehnten zahlen, sind diese Dinge, die er jetzt aufführt, wichtiger. Nicht, dass er sagen wollte, hier der Zehnte sei abgeschafft, aber er sagt, es gibt wichtigere Dinge. Und so sagt er hier, das Wichtigste im Gesetz legt ihr beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun, also er sagt, den Zehnten sollte man nach wie vor zahlen, aber jenes nicht lassen. Mit anderen Worten, die Pharisäer hier, die zahlten zwar den Zehnten und zwar sehr sorgfältig, aber die lehnten das Recht ab, die lehnten den Glauben an Gott ab, die lehnten die Barmherzigkeit ab. Und Christus sagt, wenn er dies tut, seid ihr Heuchler. Und ein unbarmherziges Gericht wird über euch ergehen, da ihr ja keine Barmherzigkeit übt. Ihr glaubt ja gar nicht mehr an die Barmherzigkeit. Das ist etwas, was das Wichtigste im Gesetz ist. Und Christus sagt an ihr, geht das gar nicht. Es ist also für Gott ausgesprochen wichtig, dass wir barmherzig sind. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 und Vers 8. Römer Kapitel 12 und Vers 8. Ist jemand Ermahnung gegeben, sagt Paulus hier, also jemand, der also eine ermahnende Rede führen kann, und zwar in richtiger Weise, so ermahne er. Also ist jemand dazu inspiriert, andere zu ermahnen in positiver Weise, so soll er das tun, sagt Paulus. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn, nicht aus Heuchelei, nicht um von anderen dafür gesehen zu werden und gelobt zu werden, sondern aus lauterem Sinn soll er es geben. Steht jemand der Gemeinde vor, also ein Pastor, der sei sorgfältig. Auch hier gibt es die Gefahr, dass jemand eine Gemeinde führt, aber eben auch wiederum aus falschen Motiven heraus. Und dann sagt Paulus, und übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Auch hier wiederum geht es zurück auf, was eigentlich im Herzen ist. Wenn man es natürlich nur deshalb tut aus Zwang, dann ist es auch nicht richtige Barmherzigkeit. Und Paulus sagt, ihr sollt es gern tun, weil ihr wisst, dass es notwendig ist, weil ihr wisst, dass ihr dadurch mehr und mehr Gott gleich werden wird. Wir sollen also Barmherzigkeit üben und wir sollen es gern tun. Vergleichen wir auch noch einmal 2. Korinther, Kapitel 2. Chronik, Kapitel 32. Wie ich sagte, noch einmal, weil wir eben schon mal im 2. Buch Chronik etwas anderes gelesen haben. 2. Chronik, Kapitel 32 und in Vers 32. Hier geht es um einen gerechten König, dem König Hiskia. Und schauen wir uns einmal an, wie der beschrieben wird, wie Gott ihn beschreibt, als er so sein Leben zusammengefasst hat. 2. Chronik 32, was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und seine barmherzigen Taten. Siehe, das steht geschrieben in den Geschichten des Propheten Jesaja und dann auch im Buch der Könige von Juda und Israel. Also schauen Sie, wie Gott auf seine barmherzigen Taten abstellt und offensichtlich dies als sehr wichtig angesehen hat. Und deswegen war Hiskia auch ein gerechter König, einer der gerechtesten Könige im Haus Juda, der übte Gerechtigkeit und er übte Barmherzigkeit. Aber schauen wir uns auch einmal das Problem an, das Hiskia hatte und das in gewisser Weise dem Problem sehr ähnelt, das Hiob hatte. Im gleichen Kapitel, angefangen in Vers 24. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank und er betete zum Herrn. Und er redete mit ihm und tat an ihm ein Wunder. Also der heilte ihn, der gab ihm 10 Jahre noch zu leben, obwohl Hiskia bereits todkrank war und sterben würde, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Aber schauen wir uns jetzt an, was die Reaktion war. Und man kann vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und sagen, aha, der Hiskia, der hat dieses wunderbare Erlebnis gehabt. Aber anstelle jetzt demütig zu sein und Gott dafür zu danken, hat er vielleicht gemeint, ich bin jetzt etwas Großartiges. Gott hat das getan, weil ich so großartig bin. Und hat eine Selbstgerechtigkeit entwickelt, die dann eben natürlich nicht im Sinne Gottes war. Vers 25. Aber Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war. Denn sein Herz überhob sich. Und darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem.
Also mit anderen Worten, Gott hat ihn dafür jetzt bestraft. Aber jetzt tat dann auch Hiskia das, was Hiob tat. Da demütigte sich Hiskia darüber, dass sein Herz sich überhoben hatte, samt denen in Jerusalem. Und darum kam der Zorn des Herrn nicht mehr über sie, solange Hiskia lebte. Und Hiskia hatte sehr großen Reichtum und Ehre und sammelte sich Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Spezerei, Schilden und allerlei kostbarem Gerät und baute Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide, Wein und Öl und Ställe für die verschiedenen Arten von Vieh und Hürden für die Schafe. Und er baute sich Städte und hatte Vieh die Menge an Schafen und Rindern, denn Gott gab ihm sehr großes Gut. Das ist der Hiskia, der die obere Wasserquelle des Gihon verschloss und sie hinunterleitete westwärts zur Stadt Davids. Denn es gelangen Hiskia alle seine Werke. War da immer noch ein Problem vorhanden mit Hiskia? Schauen wir uns Vers 31 an. Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen oder zu testen, zu prüfen, damit kund würde alles, was in seinem, also dem Herzen von Hiskia war. Also Gott hat sich zeitweilig ein bisschen zurückgezogen von Hiskia, sodass kund würde, was noch im Herzen von Hiskia war. War der immer noch stolz? War der immer noch selbstgerecht? Oder hatte er sich gedemütigt? Nun, diese Stelle bezieht sich nicht auf die Frage, dass Gott dies erkennen würde, denn Gott kennt ja unsere Herzen. Schauen wir uns hier einmal 1. Könige Kapitel 8 an, wo dies deutlich zum Ausdruck kommt. Es ging also nicht darum, dass Gott herausfinden wollte, was im Herzen Hiskias war. 1. Könige 8, angefangen in Vers 37, eine sehr interessante Stelle. Das ist nämlich Salomo, der den Tempel einweihte. Und er hat da ein sehr bemerkenswertes, langes Gebet gesprochen. Und unter anderem hat er hier Folgendes gesagt, in 1. Könige 8, angefangen in Vers 37. Wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre oder Getreidebrand oder Heuschrecken oder Raupen im Lande sein werden, oder sein Feind im Lande seine Städte belagert, oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, und wenn wir heute Schwierigkeiten haben, nicht nur auf persönlicher Hinsicht, sondern auch in unserem Land, in dem wir wohnen, und es sollte vieles falsch gehen, dann sollten wir uns fragen, warum. Ist das alles nur zufällig? Salomo hat das keineswegs geglaubt. Der hat geglaubt, dass diese Dinge, diese schrecklichen Dinge, die geschehen könnten, deshalb geschehen, weil sich das Volk von Gott abgewandt hat. Er schreibt hier, wenn also diese Dinge vorkommen, Vers 38, wer dann bittet und fleht, es seien Einzelne oder dein ganzes Volk Israel, die da ihre Plage spüren, jeder in seinem Herzen und breiten ihre Hände aus zu diesem Hause, zu diesem Tempel, so wollest du hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und gnädig sein oder barmherzig sein und schaffen, dass du jedem gibst, wie er gewandelt ist, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder, sagt Salomo hier über Gott, damit sie dich fürchten alle Zeit, solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Also Gott kennt unser Herz. Gott weiß, was in unserem Herzen vor sich geht. Wenn es also hier in dem Buch 2. Chronik heißt, dass Gott sich von Hiskia für eine gewisse Zeit lang abwandte, damit kund würde, was in seinem Herzen war, so bezieht sich das nicht auf Gott. Gott wusste, was in seinem Herzen war. Er wollte, dass Hiskia erkannte, was in seinem Herzen war. Wie er auch wollte, dass Hiob erkannte, was in seinem Herzen war. Und manchmal muss dies allerdings auch durch Leiden geschehen, weil wir sonst einfach nicht in der Lage sein würden, wirklich uns selbst zu erkennen, wirklich zu verstehen, was in unserem Herzen vorgeht. Doch wie wir lasen, übte Hiskia Barmherzigkeit. Und das ist eine Zusammenfassung seines Lebens. Man sprach also von seinen barmherzigen Taten. Und auch Hiob übte am Schluss Barmherzigkeit, denn der hat ja dann für seine Freunde gebeten. Als Gott ihm sagte, bete für diese drei Freunde, damit ich nicht an denen etwas verübe, dann hat Hiob auch für die gebetet. Hat also auch insoweit Barmherzigkeit gegeben. Es ist interessant,
dass Hiob, der ja sehr viele Leiden erfuhr, dem also alles weggenommen wurde, als er für seine Freunde betete, da hat ihm Gott alles das wiedergegeben, was er zuvor ihm wegnahm. Schauen wir uns 2. Chronik, Kapitel 35 kurz an. 2. Chronik 35, angefangen in Vers 26. Hier lesen wir über einen weiteren, sehr gerechten König, den König Josia. Und es heißt auch hier wiederum als Zusammenfassung in Vers 26, was aber mehr von Josua zu sagen ist und seine barmherzigen Taten, wie sie dem Gesetz des Herrn entsprachen. Wir lasen ja, dass Barmherzigkeit eines der wichtigsten Dinge im Gesetz ist. Aber es ist Barmherzigkeit, die ausgeübt wird. Und so reden wir hier von barmherzigen Taten des Königs, wie sie dem Gesetz des Herrn entsprachen. Was also noch mehr von dem zu lesen ist, heißt es in seiner Geschichte, die frühere und die spätere. Das steht ja alles geschrieben im Buch der Könige von Israel und von Juda. Wir sehen also, dass der gerechte König Josua ebenfalls Barmherzigkeit übte. Und es heißt, dass dies dem Gesetz entsprach. Denn Barmherzigkeit ist ja eines der wichtigsten Dinge im Gesetz. Denken wir an eine der Lehren im Buche Hiob, die uns sagt, dass wir Barmherzigkeit üben müssen. Denken wir daran, dass Gott barmherzig ist. Denken wir daran, dass wir Gott gleich werden sollen, dass wir so denken sollen, wie er denkt. So leben sollen, wie er in der Person Jesu Christi gelebt hat. Erinnern wir uns daran, dass Gott Hiob gegenüber Barmherzigkeit übte, dass er die Freunde dafür verurteilt, dass sie es nicht taten. Und wie Hiob für seine Freunde bat, die mit ihm übel gehandelt hatten. Mit anderen Worten, Hiob übte Barmherzigkeit denen gegenüber. Wir lesen einen Grund für das Leid Hiobs, wenn man das so sehen will, auch darin, dass Jesus Christus Barmherzigkeit lernen musste, als er hier auf Erden war. Das hört sich merkwürdig an. Hier war Jesus Christus, jemand, der als Gott seit aller Ewigkeit zusammen mit dem Vater gelebt hatte. Der war ja Gott, der wurde ein Mensch. Es heißt ja im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, im ersten Vers, dass Jesus Christus das Wort Gott war. Und in Vers 14 heißt es dann, dass er Fleisch wurde und dass er dann unter den Menschen lebte. Es heißt auch im Philipperbrief zum Beispiel, dass er sich seiner Gottesgestalt entäußerte und den Menschen gleich wurde. Aber er war gleichwohl Gott im Fleisch, der Immanuel. Und gleichwohl musste Jesus als Mensch Barmherzigkeit lernen. Hebräer Kapitel 2 sagt uns dies. Mit anderen Worten, er musste lernen, wie man als Mensch gleichwohl barmherzig bleiben kann und Barmherzigkeit entwickeln kann. Er war ja Gott. Er hatte ja noch nie vorher im Fleisch gelebt. Das waren neue Eindrücke für ihn. Hebräer Kapitel 2, angefangen in Vers 17. Es heißt hier, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde. Und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volks. Denn worin er selber gelitten hat und versucht oder geprüft worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Schauen Sie, er hat gelernt, was es heißt, geprüft zu werden. Geprüft zu werden vielleicht in einer Weise, wie Sie und ich das noch nie erlebt haben. Der hat gelernt, in der Prüfung Gott gehorsam zu bleiben. Und das war manchmal nicht leicht. Aber sein Wille war ja der, dass er Gott gehorsam sein wollte. Und so lesen wir auch, dass er niemals in seinem ganzen menschlichen Leben gesündigt hat. Und so hat er aber auch dann gelernt, was es heißt, barmherzig zu sein während solcher Prüfungen. Im ersten Petrusbrief werden wir wiederum aufgefordert, barmherzig zu sein. 1. Petrus, Kapitel 3, angefangen in Vers 8. 1. Petrus, Kapitel 3 und angefangen in Vers 8. Endlich aber, so sagt Petrus hier, seid allesamt gleichgesinnt,
mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Schauen Sie, alle diese Dinge, die Hiob lernen musste, demütig zu sein, seine Selbstgerechtigkeit mit der Gerechtigkeit Gottes zu ersetzen und dann natürlich auch in dem Sinne dann mitleidig zu sein, und er erwartete dies auch von seinen Freunden, dass die mitleidig sein würden, barmherzig sein würden, aber die waren es nicht. Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wenn wir das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Also auch hier wiederum lesen wir, dass wir barmherzig sein müssen. Und alles das, was dann folgt, beschreibt uns, wie wir barmherzig sein können. Und wie wir eben unbarmherzig sein können, wenn wir diese Dinge tun, von denen Petrus hier sagt, dass wir sie nicht tun sollen. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, lesen wir, wo eigentlich Barmherzigkeit zu finden ist. Hebräer Kapitel 4 und in Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Wenn wir also Prüfungen haben, wenn wir Leiden haben, wenn wir durch schweres Leid gehen, dann sagt uns Paulus hier, betet zu Gott mit Zuversicht, weil ihr wisst, dass ihr eine Antwort erhalten werdet. Wieso wisst ihr dies? Nun schauen wir uns an, was er sagt. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen von Gott und Gnade finden. Gnade hat ja auch mit Sündenvergebung zu tun, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also eine Aufforderung an uns alle, uns an Gott zu wenden, wenn wir Hilfe nötig haben, und dann auch den Glauben zu haben, dass Gott uns erhören wird. Warum sollen wir uns an Gott wenden, der barmherzig ist? Nun schauen wir uns im Judasbrief, der sich vor der Offenbarung befindet, Vers 2 an. Und der Judasbrief hat ja auch nur ein Kapitel. Und der Judas war ja auch ein Halbbruder von Jesus Christus, wie ja auch Jakobus ein Halbbruder von Jesus Christus war. Schauen wir uns an, was Judas uns zu sagen hat. Judas, Kapitel 1 und Vers 2. Und das ist interessant, weil nämlich Judas zu ursprünglich ja, als Christus noch hier auf Erden lebte, gar nicht an Christus geglaubt hat. Wie auch Jakobus das nicht tat. Aber dann später, als Christus auferstanden ist und sich dann den Jüngern oder vielmehr auch den Brüdern offenbart hat, haben zumindest 3 der 4 Brüder, die er hatte, an Christus geglaubt. Die haben mit anderen Worten Barmherzigkeit von Gott erhalten. Und schauen wir uns an, was Judas hier zu sagen hat in Vers 2. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Judas wusste, dass Barmherzigkeit von Gott kommt. Judas hatte diese Barmherzigkeit selber erfahren. Und so bittet er jetzt auch, dass wir alle, die wir uns an Gott wenden, dieselbe Barmherzigkeit erfahren können. Gott weiß, was er tut. Haben wir den Glauben, die Zuversicht, dass nichts, was uns widerfahren mag, uns wirklich von der Liebe, der Barmherzigkeit Gottes und Christi trennen kann? Das mag vielleicht manchmal schwer sein, aber das ist die Lehre, die uns klar und deutlich verkündet wird. Und Christus kam, weil er Barmherzigkeit an uns üben wollte. Und er starb für uns, damit wir Sündenvergebung erlangen könnten. Die einzige Möglichkeit, uns vor dem Tode zu bewahren. Schauen wir uns zum Abschluss Römer Kapitel 8 an. Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 33. Römer Kapitel 8 und angefangen in Vers 33. Und wenn wir Prüfungen haben, wenn wir uns in einem Leid befinden, dann würde es vielleicht sehr hilfreich sein, diese Stelle uns zu vergegenwärtigen. Hiob, Kapitel 8, angefangen in Vers 33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen oder verdammen? Gott ist hier, der gerecht macht. Schauen Sie, er macht uns gerecht, die wir keineswegs sündenlos sind, aber die wir unsere Sünden
hoffentlich erkennen und bereuen und Vergebung dafür erhalten wollen. Und wenn wir die Vergebung erlangen, dann werden wir dadurch ja gerecht. Und so ist es also Gott, der uns gerecht macht. Aber nicht nur uns allein individuell, auch unsere anderen Geschwister, die ebenfalls diesen Weg gehen wollen. Wer will verdammen? Sagt Paulus. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er ist ja unser Hohepriester, der zu Gott dem Vater spricht und sagt, ich weiß, wie es ist. Ich bin dadurch gegangen. Ich habe auch Barmherzigkeit gelernt. So seien wir auch jetzt barmherzig denen gegenüber. Vers 34 oder Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, und er zitiert hier Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, sind wir geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe, und ich möchte hier ergänzen, und der Barmherzigkeit Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Leben wir die Barmherzigkeit? Werden wir so, wie Gott der Vater und Jesus Christus sind? Üben wir Barmherzigkeit an anderen und empfangen wir die Barmherzigkeit von Gott, die wir alle haben müssen, um Gott wohlgefällig leben zu können? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Norbert Link für eine Predigt, die von der Kirche des ewigen Gottes produziert wurde.